Hey Leute, willkommen wieder zurück in Agrabah bei Kingdom Hearts Final Mix. Ja, nach langer Zeit bin ich mal wieder in Agrabah. Ich habe ja im letzten Part damit begonnen, die alten Welten nochmal zu besuchen, um die weißen Trio-Symbole zu aktivieren und andere Sachen noch zu holen. Ich war jetzt schon noch einmal im Wunderland, habe dort über das weiße Trio-Symbol den Herzensbrecher-Anhänger für Sora bekommen und in der Arena des Olymp den Thanatos-Stab für Donald. Die ich aber beide nicht ausgerüstet habe, weil das, was sie so haben, finde ich irgendwie trotzdem besser. Also bei Donald den Galaxitenstab und bei Sora das Sternentreuschlüsselschwert finde ich halt besser als das, was ich über die Trio-Symbole bekommen habe. Dann war ich auch nochmal im tiefen Dschungel, also in Tarzanswelt, war oben beim Baumwasser, mir die eine Truhe dort geholt, wo ich hinschweben muss. Und bei dem weißen Trio-Symbol habe ich, glaube ich, einen Orekalkon jetzt bekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Und in der Wunderhöhle habe ich auch noch ein gelbes Trio-Symbol aktiviert und ein weißes. Und jetzt bin ich halt hier bei Aladins Haus, weil ich wollte dann einfach den Part beenden. Ja, Teppich, du freust dich total. Du willst uns eigentlich wohin bringen, wo ich aber noch gar nicht hin will. Ich wollte jetzt hier in Agrabah nur noch gucken, ob mir hier nicht noch ein paar andere Sachen fehlen. Deswegen, machen wir hier mal weiter. Ich kann mich nämlich noch an einen Herzlosen erinnern, wo ich einfach nicht gewusst habe, wie man den besiegt, weil der ziemlich fies zu besiegen ist. Und ich hoffe, ich weiß das jetzt wieder. Also ich habe es mir halt wieder mal sagen lassen. So, Hinterhof? Nee. Wo musste man dazu nochmal hin? Das war, glaube ich, irgendwo... Was zur Hölle? Brauche ich doch gar nicht. Ach, ich glaube, wir müssen eh hier hin, oder? Palastplatz. Palastplatz? Nee. Ich glaube, das war wieder woanders. Hilfe! Fettsäcke! Überall! Die sind überall! Wow, und sie machen Erdbeben. Nee, hier ist das aber auch nicht. Das war ein Ort, wo es ganz, ganz, ganz viele Vasen gab. Also ganz viele Urnen. Der Herzlose selber hat sich auch als so ein Ding getarnt. Deswegen... Ah, seht mal hier. Komme ich hier jetzt mit dem... Ah, hehe. Hier jetzt mal mit dem Doppelsprung hoch und da ist auch noch eine Truhe. Okay, so warte mal, ich werde mal hier hin. Hauptstraße wieder. Und gleich wieder zurück. So, da ist eine Truhe und da ist eine Truhe. Und die habe ich beide damals noch nicht gekriegt. Die eine kriegt man erst nur mit Sportsfreund, die andere mit dem Gleiter. Deswegen hole ich mir die halt jetzt. Jetzt können wir die Herzlosen mal nicht auf die Nerven gehen. So, öffnen. Was haben wir hier drin? Oh, die 52, 53 und 54 für die Welpen sind nach Hause gelaufen. Sehr gut. Und was ist jetzt hier drüben noch drin? Was haben wir da? Oh, ein Spirit-Gummi. Okay. So. Da auf die Mauer kommen wir, glaube ich, nicht hoch. Das ist zu hoch. Ah, jetzt auf einmal. Seht man, jetzt ist das wieder da. Es ist scheinbar nur, wenn man von da oben hinkommt. Seht mal, jetzt sind hier unten ganz, ganz viele Urnen. Und einer davon, also eine Urne davon, ist eigentlich ein Herzloser, der sich als Urne getarnt hat. So, warte mal, erstmal Vita für mich und für Goofy. Goofy! Okay, so. Ich hoffe nur, dass jetzt trotzdem keine Herzlosen kommen, wenn das so ist. Nee, okay. Und wie findet man jetzt eigentlich heraus, welche von den Urnen der Herzlose ist? Es geht darum, man kann, seht ihr? Man kann die Urnen schieben und die einzige, die man nicht schieben kann, das ist der Herzlose. Seht ihr? Man muss ja wirklich gucken. Das heißt, wenn man die schieben kann, ist es eine normale Urne. Die kann man auch schieben. Das heißt, wenn man sie schieben kann, dann kann man sie auch kaputt hauen. Dann kriegt man Taler dafür. Und ein paar Technikpunkte. So. Das heißt, das dauert jetzt ein bisschen, aber wie gesagt, besser ist es, man macht vorher erstmal alle Urnen kaputt, die man auch wirklich verschieben kann. Wenn es jetzt irgendwo eine gibt, die sich wirklich nicht bewegen lässt, weil sie total starr auf dem Boden steht, dann ist das der Herzlose, der sich halt getarnt hat. Okay, die lässt sich verschieben. Die lässt sich verschieben. Und den Herzlosen, den besiegt man übrigens auch auf eine ganz, ganz komische Weise. Den muss man nämlich abblocken, dass er irgendwie auf dem Rücken fällt oder so. Und erst dann kann man ihn angreifen. Das habe ich halt damals nicht gewusst, ja. Das habe ich halt wieder vergessen. Das hat mir zwar mein lieber Kumpel Steve Relius mal gesagt, aber ich habe es mir leider nicht gemerkt. Ich doof hier und deswegen hatte ich dann den Salat. Ah, seht mal, seht ihr? Das ist er. Kann man nämlich nicht verschieben. Also, das heißt, die waren normal und... Oh, ein Mithril-Tropfen! Das war was ganz Seltenes. Das ist das erste Mal, dass ich so ein Ding bekommen habe, ein Mithril-Tropfen.
Okay, hier ist sonst nichts drin. Hier auch nicht. So, und jetzt Achtung, jetzt kommt der Herzlose. Weil die lässt sich ja, wie gesagt, partout nicht verschieben. Also, komm mal raus. Na, seht ihr, da ist er. Man muss, wenn er angreift... Ja, der versprüht nämlich überall auch Gift. Man muss den irgendwie abblocken, wenn er angreift. Aber jetzt nicht mit dem Gift, sondern wenn er einen direkt angreift. Seht ihr? Das ist gar nicht so einfach. Wie soll man denn das machen, verdammt? Los, greif mich mal richtig an. Versprüh nicht immer dein blödes Gift. Komm schon. Ah, ist das blöd. Seht ihr? So kann man ihm überhaupt nichts anhaben. Ah, jetzt. Jetzt habe ich ihn einmal erwischt. Boah, fies. Mann, verdammt nochmal. So, los, komm her. Greif mich an. Du sollst mich angreifen. Komm runter da. Man muss ihn, wie gesagt, wirklich abblocken. Das heißt, man braucht eigentlich das Ability Reflektor unbedingt, sonst geht das gar nicht. Mann, kann der mich mal richtig angreifen? Mit seinen Klauen? Ah, jetzt, so, Attacke! Ganz schön blöd, oder? So, mal los, komm! Ah, das ist so nervig mit dem Gift. Aber der gibt einem, glaube ich, was richtig Gutes. So, auf ihn! Mann, verdammt! Kann man ja voll kurz nur angreifen. Ganz schön doof. Ja, ich weiß, das dauert jetzt ein bisschen, bis ich den... Aua, bis ich den besiegt habe. Aber der droppt, glaube ich, irgendwas, was man nur von ihm bekommt. Und vor allem will ich ja auch seinen Tagebucheintrag haben. Den Gegnereintrag, so. Da, hör auf, hier so rumzukacken mit dem Gift. Ah, so. Stufe auf Stück Versorger, maximal BM Sekunden. Combo Master hat er gelernt, okay. Combo Master gelernt. Neues Ability. So, ganz schön fies. This should help. Ah, verdammt, wieso? Das kriege ich einfach nie immer hin. Also nicht immer. Ja, man muss halt wirklich im rechten Moment muss man blocken. Na los, komm. Jawohl, so. Attacke! Ah, shit! Ah, jetzt hat er nur noch mal ganz wenig. Jetzt hat er nur mal ganz, ganz wenig. So, und stirb! So, und man bekommt einen Mithril-Tropfen von dem. Okay, sehr, sehr gut. Mithril-Tropfen also. Okay, Tagebuch, bitte. Der müsste jetzt da drin sein. Genau, Charaktere, Herzrose. Das war nämlich eine Skorpurne. Eine gewöhnliche Urne, die von der Dunkelheit in einen Herzlosen verwandelt wurde. Im Gegensatz zu Arachurne ist sie hart im Nehmen. Eine einfache Attacke wird sie wenig jucken. Sie stößt giftige Gase aus, wenn sie angreift. Das haben wir gesehen. Was für ein Mistvieh. So ein Skorpion in so einer Urne drin, ne? Skorpurne. Okay. Und das heißt, so war da mal Triotex, wie gesagt. Mir fehlen immer noch ein grünes und noch zwei gelbe und die Hälfte aller weißen habe ich auch schon. Ich habe schon längst alle roten und alle blauen. Das ist auch gut. So, das müsste jetzt, glaube ich, irgendwo hier bei den Items zu sehen sein. In der Truhe. Hier. Mithril-Tropfen. Ein mysteriöser Tropfen aus seltenem Erz. Ein Mogel kann ein bisschen weiterhelfen. Seltenheit 4 Sterne. Also ist relativ selten. Gut, Dunkelmaterie ist natürlich am allerseltensten. Das habe ich auch schon zweimal. Hier habe ich nochmal einen Orkus-Kristall mal bekommen. Das dreifache Böse ist darin konzentriert. Der Mogel ein bisschen weiter von Seltenheit 3. Und hier Achagnit von dämonischer Kampfkraft beseelt. Seltenheit 3. Und Achatstein, große Macht eines Dämons, lebt darin. Seltenheit 2. Zyanidstein, Donnerquarz. Ja, ich habe schon einige Sachen. Das kann ich dann alles später zum Schmieden verwenden. Ich habe bislang nur ganz wenig geschmiedet. Deswegen ist das halt... bisschen blöd, dass ich da noch nichts Neues schmieden kann. Man muss nämlich immer eine... Man muss eigentlich mehr oder weniger jedes Item, was einmal angeboten wird, zu Beginn einmal schmieden und dann werden erst neue zum Schmieden freigegeben. Das ist da ein bisschen... Ja, ein bisschen kompliziert, aber es ist eben so. So, ich hoffe, dass ich jetzt hier alles erwischt habe, dass ich jetzt nicht noch mehr Truhen oder so übersehen habe. Ich hoffe es mal nicht. Das heißt, ich kann Agrabah jetzt eigentlich
verlassen. Wenn man mich lassen würde, haut doch mal ab. Dann hauen wir eben ab. Ha. So, nicht mit mir. So, schön wieder alles auffüllen. Okay, das heißt, als nächstes geht es mit dem Gummijet. Zu Monstro. So, und genau hier ist aber auch noch das eine blöde grüne Trio-Symbol, was ich ja nie erwischt habe. Aber jetzt, glaube ich, mit dem Gleiter müsste ich da auf jeden Fall rankommen, weil das kann ja nicht wahr sein. Oh, da oben ist übrigens noch eine Truhe, okay. Habe ich bislang auch noch nicht gesehen, so öffnen. Aha, eine Hütte. So, und jetzt fliege ich einfach von hier darüber. Das ist mir echt zu blöd. Ich meine, nur mit dem Sportzahn kommt man da in meinen Augen nicht hoch. Es ging sich nämlich nie aus. So, und aktivieren. So, was ist da jetzt runtergekommen? Eine Truhe nehme ich an. Ja, genau. Öffnen. Oh, ein Mithril-Erz. Das ist alles wegen einem Mithril-Erz. Aber jetzt habe ich wenigstens alle grünen Trio-Symbole. Und das Weiße, das war in Bauch Nummer 6, glaube ich. Das heißt, da muss ich jetzt erstmal wieder hinkommen. So, natürlich werden mich die Herzlosen wieder nerven. Ist eh klar. So, Bauch 2. Hep. So, wo war Bauch Nummer 6? Hier vielleicht? Ja, das ist Bauch 5. Bauch 5. Aber vielleicht komme ich von Bauch 5 zu Bauch 6. Weiß ich jetzt nicht genau. Ich gehe da einfach durch. So, geh weg. Haut ihr ab. So, jetzt bin ich Bauch 5. Ist Bauch 6 jetzt hier drüben? Ja. Sehr gut. Und das weiße Trio-Symbol ist jetzt irgendwo hier. Ich muss ja vorher alle Herzlosen wegmachen, weil die stören echt total. Ach, sieht eh nur so ein paar dumme Pyro-Zipfler. Los, kommt her. Mach euch alle down. Mach euch alle, alle. So. Wie gesagt, jetzt durch den EXP-Ring kriegt Soria 20% mehr Erfahrung. Und deswegen ist das gar nicht mal so übel. So, ihr könnt auch abhauen hier. Zack. Ich will doch nur das weiße Trio-Symbol haben. So, ich glaube, das ist sogar da unten gewesen. Wenn es stimmt. War das da unten? Ja, das ist da unten. Okay, gut. Dann weiß ich schon mal, wo es ist. Also, wo es ganz genau ist. Aber jetzt haut ihr mal ab hier. Lass mich doch nicht vom Pyro-Zipfler besiegen. Das wäre doch echt peinlich. Hör doch mal auf, so rumzuschweben hier, kleine Trottel. Aua. Wer wagt es? Das sind noch Arktik-Zipfler. Ah. Mm. Wohl, wartet mal. Hä, ich weiß was. Ich gehe einfach so raus. So, Bauch 3 und gleich wieder in Bauch 6. Und dann sind die Herzlosen nämlich weg. Edge. Ja, bis auf die, die hier unten sind. Okay, gut. Aber wenigstens die ganzen Oberen, die stören dann hoffentlich nicht. So, los. Auf sie mit Gebrüll. Ja. Yeah!
Bleibst du hier? So, los, mach den down. Ja. So. Da ist der letzte. So. Haust du ab. So. Nein, es kommt noch mehr. Nein. Ich will aber nicht. Ich will das scheiß Magnesium Drehsymbol aktivieren. Manu. Ihr seid doch gerade scheiße. Ah, hier haben wir immer wieder das. So, ihr könnt mich mal lieb haben. Oder euch verpissen. So, tot. Mann, ey. Jetzt reicht's aber so. Und aktivieren. Na, endlich. Geht doch. Dunkelmaterie erhalten. Sehr schön. Da bitte gleich nochmal eine Dunkelmaterie. Finde ich auch schön. Aber was mir jetzt auch aufgefallen ist, also es scheint so, als würden ein paar Inhalte von Schatztruhen in der Final Mix Version von Kingdom Hearts 1 andere sein, als wie im Original für die PS2. Das haben sie scheinbar geändert, weil normalerweise, glaube ich, hätte ich jetzt ein Blitzgar-Gummi bekommen sollen, aber hier habe ich jetzt eben Dunkelmaterie erhalten, aber ist mir nur recht, weil diese Gummisteine, die interessieren mich eigentlich eh ein Scheißdreck. Sowas wie ein Material ist mir wesentlich wichtiger. Ja, aber ich glaube, jetzt könnte ich eigentlich wieder aus Monstro raus. Irgendwie muss ich wieder zu Bauch 1 und dann 2, okay. Bauch 1. Wo ist Bauch 1? Bauch 1? Wo ist denn jetzt... Ach so, hier ist sogar noch eine Truhe. Okay, Leute, das geht natürlich nicht. Die muss ich noch öffnen. Die will ich öffnen. Wer weiß, was da drin ist. Vielleicht sind sogar Welpen noch drin. Ich weiß nicht genau. Von denen habe ich auch noch längst nicht alles. So, genau. Super. So, gebt mir schöne Erfahrung, ihr herzlosen, hirnlosen. Dann wird heute ein bisschen gekämpft. Ja, das schon her. So, Kräuterschutz wäre für Sora auch nicht so verkehrt. Ich weiß aber nicht, ob der das überhaupt lernen kann. Dieses Ability, so wie Donald. Dass man während Vita-Magie keinen Schaden erleidet. Das ist echt ätzend. Ich will mich heilen und ich kriege eins auf die Fresse und darf mich nicht heilen. Das ist doch assi. So, stirb. Genau, du auch. Der Zipfler. Zyanid-Splitter. So, komm her. Ah. Der Luftpirat, ey. Was die hier alle hier machen. So. Hier hoch. Oh, jetzt kommen hier auch noch welche. Mann! Ich wollte die scheiß Schatztruhe haben. Ich hasse euch. So, warte mal. Gravitra! Na, so. So, jetzt ist er nämlich unten. Mit Gravitra kann man ja schwebende Ziele runterholen. So, was hat er jetzt davon? Gravitra! Und tot. So. Ist jetzt hier mal Ruhe oder was? Unglaublich. Wo war denn das jetzt? Hier. Mund mach auf. Haha. Und, oh, ein Finale-Elixier. Na, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, Leute. Finale-Elixier ist geil. Ne, Finale-Elixier ist richtig geil. So, Bauch 2. Ne, ich will... Ich bin Bauch 1, verdammt nochmal! Okay, gut. Ich hoffe, ich habe jetzt auch in Monsters Innerem alles gefunden. Gucken wir nochmal kurz ins Tagebuch, weil jetzt sind hier bei den Triotechs. Genau, jetzt habe ich auch alle grünen Symbole. Und es fehlen jetzt nur noch mehr zwei gelbe. Da muss ich jetzt auch nochmal ganz kurz gucken. Gelbe Trio-Symbole. Ich weiß noch, dass eines im Nimmerland ist. Nimmerland? In Agrabah? Erinnert das Olymp, habe ich irgendwie, oder habe ich in der Stadt Traverse das vergessen? Das kann auch sein, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, das habe ich dort vergessen, weil da steht jetzt nur 2 von 4.
Okay, naja gut. Ist alles okay. Jetzt will ich nur zum Speicherpunkt. Erstmal alles auffüllen, so, schön heilen. Genau, so gleich viel besser. Okay, trotzdem ab in den Gummijet. So, bevor ich das da bei der Stadt Traverse mache, geht es als nächstes mal nach Atlantica. So, und von hier muss ich einfach wieder zum Palastplatz. Hier. Zum Palasthof, genau. Denn hier ist das weiße Trio-Symbol. Es wird sich nicht unterkriegen lassen, auch wenn die Herzlosen nerven. So. Alter, jetzt kommen natürlich hier diese blöden Quallen. Darf ich auch wieder kämpfen, bis ich das aktivieren darf? Das ist wieder super, ne? Das überpass, wenn ich bei denen Gravitar mache? Ah, nicht unbedingt. Die sind ja im Wasser. So, abgesüffelt. So, das weiße Tier-Symbol ist jetzt nämlich hier. Da ist es. Schwimmt voll weg. Ah. So, kaputt. Nein, nicht so schnell. Langsam. So, komm, aktivieren. Nein! Verdammt! Mann! Ich wollte es aktivieren, verdammt nochmal! Du Scheißqualle! Ist jetzt noch irgendwo mehr? Wo ist denn noch was? Oh Mann, ey! Das ist so typisch! Ich hasse das! Ich will dieses Trisymbol aktivieren! Lass das gefälligst! So, und Zyanidstein. Gut, gibt's immer auf die Fresse, kriegen wir wenigstens Erfahrung. Man muss es ja auch von der anderen Seite betrachten. Man kriegt wenigstens immer schöne Erfahrungspunkte, wenn man die jetzt alle killt. So, boah, 108, so, was ist das? Ein High Potion, naja, okay. Wenn wir nicht was Seltenes mal droppen, ey. Unsere Materialien, die ich zum Schmieden brauche, wäre mir viel lieber. So. Ja. Ich hasse euch! Ihr blöden, herzlosen Fischgesichter hier! So! Ist auch noch so ein hässliches Vieh! So, ist jetzt mal Ruhe! Ruhe! Jetzt ist Schluss! Ja, halt da! Ich hab gesagt, das ist Ruhe, verdammte Mal! Das ist doch nicht zum Aushalten! Da muss man doch ausflippen hier! Hau ab, du Missgeburt! Was bist du überhaupt? Hässlich und fett bis ans Ende der Welt, hinter die Zeit und was weiß ich. Komm her jetzt. Ah, du scheißverdammte Missgeburt. Ah, ich hasse es. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich will doch nur dieses scheiß Trio-Symbol aktivieren. So, geh doch mal sterben. Ah, Attacke. Und tot. So, wehe, wenn jetzt noch wer kommt, ey, dann... Weiß ich auch nicht. So, komm. Aktivieren. Boah, endlich! Ist das ätzend! Und das alles für ein Orikalkon. Naja, immerhin. So. Wäre dieses weiße Trio-Symbol auch erledigt? Ich weiß nicht, ob hier irgendwas fehlt. Vapen oder so, das gucke ich ein anderes Mal nach. Am wichtigsten sind mir jetzt erstmal die Trio-Symbole gewesen, ja. Deswegen gleich wieder zurück. Ich glaube, in Atlantica gab es gar keine Welpen sogar. Bin mir nicht ganz sicher. So, hier ist wieder diese komische Speichermuschel-Sack. So. Okay, das reicht. Na, komm schon. Na, hallo? Hallo? Jetzt. So, Gummijet.
Gut, als nächstes nach Halloween Town. So, hier muss ich aber auch wieder einen etwas weiteren Weg gehen, nämlich zum Mondscheinhügel. Dort ist das weiße Trio-Symbol. Da werden wieder ganz viele Herzlos auf mich warten, nicht wahr? Aber die kriegen auf den Arsch, weil sie einfach scheiße sind und mir auf die Nerven gehen. Oh ja. Das gibt's ja wohl nicht. Die sollen sich bloß fernhalten, sonst gibt's aufs Maul. Oh ja, das schwöre ich, sonst gibt's aufs Maul. Oh ja. So, Ort des Sarges. So, sind da schon hier welche? Oh! Aha, hier sind auf einmal lauter Parfungis. Warte mal, weil dem ist heiß. Seht ihr, jedes Mal, wenn ich was mache, ist es immer falsch. Warte mal, wenn der sich dreht, will ich mir einen Stoppra. Ja, dann leck mir doch. Die sind so dumm, diese Puffungis, ey. Immer wenn ich irgendwas mache, ist es jedes Mal falsch. Hau doch einfach ab, du Arsch. So, wenn ihr nichts droppen, interessiert es mich ein Scheißdreck. So, ich will hier rein. Ich glaube, das ist auch irgendwie eine Sache des Timings, weil die irgendwie nur ganz kurz irgendwas Bestimmtes wollen. Es geht immer darum, einen bestimmten Zauber einzusetzen. Aber wenn man das falsch macht, dann sind sie sauer. So, das ist doch jetzt der Mondscheinhügel, nicht wahr? Genau, und hier muss irgendwo ein weißes Tier-Symbol sein. Ah, da vorne, ich sehe es sogar schon, da ist es. Hier ist es, aber ich darf es nicht aktivieren. Hey, die sind ja auch schwarz-weiß, okay. Interessant. Wartet! Ich mache euch alle fertig! Könnte wieder ein bisschen dauern, Leute. Es tut mir wirklich leid. Aber was soll ich denn machen? Ihnen geben sie schon Erfahrungspunkte. So, tötet sie alle! Macht sie alle fertig! Ja, ja, genau! Ich werde, wenn die wechseln, kommen sie wieder die Nächsten, ha? Wetten? Wetten, dann kommen gleich die Nächsten? Das tut man nicht alles für ein Trio-Symbol, nicht wahr? So, seht ihr, da kommen die Nächsten. Und ihr seid doch alle scheiße! Ah, wartet! Yeah! Werdet mich nie besiegen! Nicht solange ich mich noch heilen kann. Unfassbar. Ja, hier kommen auch noch welche. Aber egal, nutze ich das schön zum Leveln. Vielleicht kriegt er noch mehr ein Level ab, das wäre schön. Das wäre sogar sehr schön. Ja, na bitte, rede ich gerade davon. Goofy, Maximum LP ist in Charmeur gelernt. Super. Und Donald Upperkraft erhöht Esprit gelernt. Na, was ist das hier? Das ist doch super. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. So. Ja, take that. Nein, aua. So, noch irgendwer? Ach ja, du bist noch hier. Ach so, wieder so ein Schwabbel. So. Darf ich jetzt? Ja, Trittich, aktivieren! Der 67., 68., 69. Welpe sind nach Hause gelaufen über ein weißes Trittich? Ist klar, okay.
Da hätte ich eigentlich einen Kometgummi kriegen sollen. Also, da haben sie doch einiges in der Final Mix-Version geändert. Vielleicht habe ich deswegen die einen Welpen da nie gefunden, weil er auch mal gestanden ist in der Liste, die ich habe. Steinbrücke, dass das auf so einem Absatz sein soll, die Truhe mit den Welpen, aber stimmt irgendwie nicht. Weil das sollten eigentlich die Welpen 40, 41 und 42 sein. Da steht Halloween Town, Steinbrücke, die Kiste steht auf einem kleinen Vorsprung, aber das stimmt nicht. Also weil ich. Die habe ich schon aufgemacht und da war was anderes drin, aber irgendein Item drin, aber keine Welpen. Also jetzt ist die Frage, wo sind die Welpen 40, 41 und 42? Müsste ich mir mal eine Liste raussuchen, die direkt auf den Final Mix-Teil zugeschnitten ist, ja? Oder beziehungsweise hier für den 1.5AD-Remix. Weil so geht's ja mal nicht. Aber jetzt habe ich schon 63 Welpen gerettet. Also ich glaube, jetzt müsste ich, weil ich schon 60 wieder gerettet habe, wieder eine neue Belohnung vom Pongo und Perli kriegen, aber naja, ist jetzt auch egal. So, warte mal, das heißt, mir fehlt jetzt noch wie viel? Triotechs? Ja, nur noch mehr zwei gelbe und noch zwei weiße und dann habe ich alle Triotechs gefunden. Gut, aber ich glaube, das wird sich in dem Part jetzt auch nicht mehr ausgehen, weil der ist auch schon wieder ziemlich lang. Das heißt, ich werde einfach wieder zurück und speichern. Wenn ich darf. Nein, darf ich natürlich nicht, weil hier sind noch Herzlose. Ihr verdammten Säcke! Kann Sora nicht auch noch ein Level-Up bekommen, bitte? Ich will auch ein Level-Up mit Sora haben. Seid doch nicht so. Das wollt ihr doch auch alle. So, jetzt reicht's hier. Stopp! Alter! Kann man nur so hässlich sein? Mann, ich komme hier gar nicht mehr weiter. Oh, wow. Hier hat mir was gedroppt. Soul High Potions. Erstmal mit einem Ether für mich. So. Das ist doch wohl nicht wahr. Lasst mich doch mal in Ruhe, ihr Arschgesichter. Alter, hier kommen ja noch mehr. Das ist ja nicht zum Aushalten. Leute, was soll das? Ich will den Part beenden. So, der ist auch weg. Sonst noch wer? Ah ja, hier ist noch einer. So, los, mach den down. Mann, ich will ein Level-Up mit Sora am verdammten Mal! Geht aber nicht. So, jetzt weg hier. Puh. Unglaublich. Oh, wo bin ich denn jetzt? Ich bin ganz woanders. So, hier... ein Schere-Gummi? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Das ist ja hier so ein abgeschotteter Bereich. Auch nicht schlecht, habe ich irgendwie rein zufällig gefunden. Cool, habe ich so ein Scherengummi gefunden. Oh, hier ist ja noch was. Was ist hier drin? Sind hier vielleicht Welpen drin? Nee, aber ein Sanctus-Gummi, okay. Was man hier nicht noch alles findet, den Ort habe ich bisher noch nie gefunden, Leute, ernsthaft. Hier war ich noch nie. Okay, so, wie komme ich jetzt wieder zurück? Ah, Moment, hier ist noch was. Ah, 64, 65 und 66, diese Welpen sind auch noch rausgelaufen. Super, wieder welche gefunden, geil. Also gut, dass ich hierher gekommen bin. Aber ich möchte gern wieder weg. Wo ist der Ausgang? Hier war doch gerade irgendwo was. Oder nicht? Ah, hier. Raus hier, Mann! So, ey, wenn jetzt nochmal wieder die Herzlosen kommen, dann weiß ich auch nicht. So, ich glaube, hier drüben war doch der Ausgang. Ganz genau so ist es richtig. Und jetzt noch ganz schnell hier rüber. Ich will einfach nur noch weg hier. Ach nee, also gegen die kämpfe ich jetzt auch nicht noch. Nein, 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 ganz sicher nicht. Aber wirklich nicht. Der Part ist eh schon viel länger, als er sein sollte. Und deswegen... will ich jetzt einfach nur noch weg. Gut.
Gut, Leute, also, tut mir sorry, dass das hier wieder mal so lange gedauert hat, aber es ist eben so. So, jetzt will ich aber noch eines kurz wissen. Sora, du brauchst noch... Oh, der braucht immer noch über 5000 für ein Level ab, aber der hat ja auch erst eins bekommen, Stufe 50, ne? Okay, boah, Goofy braucht jetzt schon über 11.000, Donald über 8.700. Sora braucht noch über 5.300 für ein Level ab, na kein Wunder, dass das nichts wird, jedenfalls nicht so schnell. Okay, ja, dann, Leute, ich darf mich verabschieden, ich speichere jetzt hier. Und im nächsten Part muss ich auf jeden Fall auch noch zurück ins Nimmerland. Weil da gibt's auch noch einiges für mich zu holen. Da gab's auch noch Trio-Symbole und so, ne? Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss und ciao.